So, und da sind wir auch wieder zurück. Wir sind in diesem unheimlichen Gruselhaus und haben gerade einen Brief gefunden in einem versteckten Fach unter einem doppelten Boden, in einer Schublade, in einem Aktenschrank. Kein Aktenschrank, Entschuldigung, ein Schreibtisch. Egal, wir lesen einfach mal. Boah, Leute. 10. August 1972. Absender First Arbor Hill, Boone County, bla bla bla, an Terence Greenbrier. Bla bla bla. So. Donnerstag, 10. August 1972. Hallo Terence, ich schreibe dir, weil ich von einem, wie ich hoffe, freudigen Ereignis gehört habe. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du frisch verheiratet bist mit einer wunderbaren jungen Frau. Ich hatte mehr als genug Zeit, während meiner langen Tage und Nächte in dem Haus auf dem Arbor Hill über meine Vergangenheit und meine Familie nachzudenken. Häufig verweilte ich dann bei Gedanken an deine Entwicklung und dein Wohlbefinden in den letzten 10 Jahren, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Durch deine Hochzeit bin ich nun äußerst zuversichtlich, was das angeht. Ja. Ich wünsche dir und deiner frisch gebackenen Ehefrau viele glückliche Jahre miteinander. Du bist auf dem Arbor Hill jederzeit willkommen, aber ich verstehe natürlich, wenn du diese Einladung ausschlagen musst. Mit ehrlichen und freundlichen Grüßen, Oscar Mason. Der Onkel von unserem Vater, ne? Warum sollte er verstehen, wenn er die Einladung ausschlagen muss? Okay, da war. Da war ein Lachen oder sowas. Das ist doch nicht. Was ist das denn? John Russell öffnete seine Augen und sah sie. Die Sterne. Sie funkelten, als läge er im Gras seines Vorgartens in Massachusetts. Gott, ich hasse diesen Ortsnamen. Obwohl dieser Ort 1 Million Meilen entfernt war. Nein, er blinzelte sich den Schlaf aus den Augen, während er durch das kohlenstoffverstärkte Sicherheitsglas der Raumstation Archimedes blickte. Was? Ja, er war weit weg von zu Hause, aber die Zukunft brauchte ihn. Huch, John Russell war schwindelig. Er fühlte sich unheimlich betrunken, obwohl er schon seit Stunden keinen Tropfen mehr angerührt hatte. Er übergab sich auf seine Füße, seine nackten Füße. Er starrte für einen Moment, verarbeitete seine mit erbrochenen, besprenkelten Fußnägel, untersuchte seine unbekleideten Schienbeine und Knie. Er war vollständig nackt. Er schaute hoch und sein. Boah, Leute. Ich will es nicht. Er schaute hoch und sein Blick traf auf eine wunderschöne blonde Frau, die eine enge Tunika aus Polymerfaser trug. Auf dem Stoff, der ziemlich stark gespannt war, um ihre großzügigen Busen zu verdecken, es prangte die Aufschrift Operator Materietransfer. Dann wurde er ohnmächtig. Es John Russell hatte den Abgrund überwunden. Den Abgrund der Zeit. Bisher konnten das nur Nachrichten, aber jetzt auch ein Mann. Sie brauchten ihn. Jetzt mehr als zuvor. Die Vergangenheit zu ändern reichte nicht mehr aus. Die Anweisungen des Rates waren klar. Was er besorgen sollte, was er daraus konstruieren sollte, wie man es zusammenbaut, um die Maschine zu erhalten, wie er sich körperlich durch die Zeit transportieren muss. Und nun stand er hier auf der Brücke des Raumschiffs Archimedes, kommandierte es. Denn nur er, der das Lebne des. Was? Der das Lebne des Präsidenten schon. Das Leben des Präsidenten schon zweimal gerettet hatte, konnte die naive Crew zu ihrer Bestimmung führen, dem Schicksal der Galaxie. Okay, da sind. Okay. Anscheinend ist hier doch jemand nicht nur Schriftsteller, sondern auch ein kleiner Alkoholiker. Was haben wir hier? Papier ansehen. Was? Verbindung mit Hintergrundbeleuchtung. Okay. Gut, Spiel. Du hast es so gewollt. Aber ich mache das Licht an. Sonst ist mir das ein bisschen zu dunkel. So. Da guckt ein bisschen Buschwerk durchs Fenster.
Gott, warum ist denn das so windig hier drin? Hä, ja, das will ich jetzt. Was? Frech, wahre Geschichte. Ich war eine Teenager-Transe. Was? Leser erzählen uns ihre schrecklichsten Momente. Beverly Hills 90210. Interessiert das noch jemanden? Ich weiß nicht. Der Blick der Männer, wie man ihn untergräbt. Sarah Holst. Kein Rasten, kein Rosten. Ja, ja. Buch nehmen. A Stranger Under My Roof. Ein Fremder unter meinem Dach. Teenager verstehen. Was ist denn hier mit los, Alter? Spiel, hör auf damit. Ach so, ich dachte, da geht's weiter. Oh. Lieber Terence, David hat mich gebeten, dir wegen der Testberichte zu schreiben, die du in den letzten paar Monaten abgeliefert hast. Um ehrlich zu sein, machen sie mir langsam mehr Probleme, als sie wert sind. So viel muss ich nachredigieren. Es ist deine Aufgabe, die maximale Wortanzahl einzuhalten, nicht meine, deine Texte runterzutrimmen. Außerdem wird es immer schwieriger, die ganzen Abschweifungen und Gedankensprünge zu entfernen, ohne alles komplett umzuschreiben. Die Leser von Heimkino-Liebhaber wollen etwas über die Qualität und den Wert der Geräte lesen. Keine Erinnerung aus deiner Kindheit. David kennt dich schon lange und er ist der Chef. Deswegen gebe ich dir allein seinetwegen noch eine Chance. Du solltest dich bei ihm für seine Geduld und Kulanz bedanken. Sieh dir noch einmal deine alten Artikel an und fang an, wieder sowas abzuliefern. Dann sind alle zufrieden. Brent Kirkwood, Testredakteur von der Heimkino-Liebhaber. Ja. 0451. Dann gibt es doch bestimmt irgendwo hier irgendwas, wo man das... Was ist das? Dads zweites Buch. Terence L. Greenbrier. Ein ganz normaler, geächteter. Okay. Ich komme... War das sein erstes Buch? Nee. Ich habe den Code vergessen. Ich habe das Schloss gerade gesehen. Ich habe den Code vergessen. 4501? 0451, okay. Lalalala. Was mache ich denn hier? 4, 5, 1. Dokument lesen. Kubelik und Weiss. Rechtsanwaltskanzlei. 21 Front Street, Boone County, Orlando, keine Ahnung. Sehr geehrter Mr. Mason. Anbei finden Sie das Originaldokument sowie eine Kopie für Ihre Akten. Die notariell bestätigte Kopie wurde in unserem Büro hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns bei dieser wichtigen Angelegenheit. Mit besten Grüßen, Jeffrey Weiss, Rechtsanwaltskanzlei Kublik & Weiss. Letzter Wille und Testament von Oscar Mason. Ich, Oscar Mason, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nach vollständiger Durchsicht meiner Wertsachen, erkläre dieses Schreiben zu meinem letzten Willen und Testament. Nach meinem Ableben soll Folgendes verlesen werden. Erstens. Ich erkläre, dass ich zeitlebens in Boone County gewohnt habe, dass ich unverheiratet bin und keine Kinder habe. Zweitens, ich erkläre, dass ich weder bei lebenden noch bei toten Gläubigern ausstehende Schulden habe. Drittens, hiermit hinterlasse ich jeden Gegenstand von Wert, den ich bei meinem Tod besitzen möge, einschließlich der Wohnstätte und des umliegenden Grundbesitzes am First Arbor Hill. Oh Gott. Wie auch jegliche persönliche Besitztümer und Bankkonten. Terence L. Greenbrier, Jr. aus Ellis County. Sollte besagter Terence L. Greenbrier, Jr. wieder erwarten, vor mir verscheiden, so geht das Erbe auf seine Kinder über. Abhängig von Alter und Fähigkeiten als Verwalter des Anwesens. Ich unterschreibe diesen letzten Willen mit meinem Namen am 13. August 1973 im Büro des Ungekundbeamten von Boone County, Oscar Mason. Seite 3. Es ist mal von Oscar Mason, folgendes mal bla bla bla. Nach meinem Ableben soll folgendes verlesen werden. Das haben wir ja schon verheiratet.
bin und keine Kinder habe. Ich erkläre, dass ich weder bei lebenden noch bei toten Gläubigern ausstehende Schulden habe. Das kennen wir doch schon. Ach, Kopie. Kopie. Da war noch eine Schublade, die haben wir noch nicht aufgemacht. Ne? Da ist aber auch nichts drin. Gut. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon ein bisschen. War das ein Telefon oder so ein Drucker? Sam. Naja, hatten wir schon. Gut. Einfach mal alles zumachen hier. Hey, bist du die neue Sam? Ich bin Tommy von hinter dir. Von hinter dir, alles klar. Winke, wenn du das gekriegt hast und schreib zurück. Hi Tommy, ja, ich bin Samantha. Und ja, ich bin neu. Was gibt's? Ich dachte nur, weil du neu bist, könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen. Ich habe auch nicht viele Freunde und deshalb dachte ich, ich frag mal was, wenn es dich nicht stört. Stört's dich? Ja, nein. Nein, stört mich nicht. Was möchtest du denn fragen? Ist nur dein Onkel ein Psycho? Oder liegt es bei euch in der Familie? Hölle. Direkt. Ein direkter Typ. Aha. Wetterwarnung. Ich sehe es. Was haben wir da? Cola-Dose. Huch. Ja, schön. Meine PS Plus-Mitgliedschaft endet in Kürze. Ja, gut. Könnte man mal verlängern, ne? Oh Gott, ich hoffe, hier gibt es keine Geister. Ich glaube ja, dass hier ein fremder Mann auf dem Dachboden wohnt. Weil das eben auf dem Buch drauf stand. Was gibt's hier? Schnurr ziehen, ja. Geschichte lesen. Gedichte lesen? Geschichte. Der Himmel am Ende der Welt. Samantha Greenbrier. Zweite Klasse. Geschichte. Das Schildkrötenvolk. Teil 1. Captain Allegra. Ist ein altes Haus, ne? Habe ich die Tür, ja, habe ich aufgelassen, ne? Ist ein altes Haus. Ist ein altes Haus. Alles gut. Captain Allegra schaute über den Ozean. Er war unendlich. Oder so schien es. Eines Tages würde sie den Rand finden und in das Paradies dort kommen. Dann hörte sie Kanonenfeuer. Boom. Es war das schwarze Piratenschiff. Sie rief: Ich dachte, wir hätten die an der Pferdeinsel. Was? Abgehängt. Was zur. Hallo? Ich war noch nicht fertig mit. Wirklich? Ich habe keinen Bock, das jetzt alles zu übersetzen. Es tut mir leid, die Geschichte fällt heute leider aus. Was haben wir da? Natürlich. Videokassetten. Buch ansehen. Sam. Freunde finden das schüchtern. Sam, vielleicht interessiert dich das, Dad. Ach, Vattern, Alter. You know that feeling, where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them, and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. She's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Okay. Moment, stand da gerade Gutschein? Gut, das ist gar kein Gutschein. Nein, keine Pizza mehr. Okay, also das hier ist anscheinend das Videozimmer. Wo ist der? Alter. Ich habe mich dezent erschrocken. Ich weiß auch nicht wovor. Lieferetikett lesen. Ey, sind die Untertitel jetzt im Popo? Die Untertitel sind im Popo. Warum? Ach, komm schon, ey.
Depot ran. Die X-Akten. Mhm. Das ist die Tasse, die Mom auf der Arbeit hatte. Ja. Genau, Forstamt. Ich denke dauernd, dass da einer steht. Ah. Okay. Gute Qualität. Zeitmaschine. Top Gun. Ghostbusters. Ja, JFK. Die ganzen X-Files. Clash of the Titans. Blade Runner. Beetlejuice. Robocop. Was ist das? Airplane. Moonraker. Okay, jetzt reicht's aber, ne? Das Buch, das Dad geschrieben hat. Ganz normaler Ritter. Okay. Ah, warum sind denn... Terry Heyman, how have you been? I know you are a published author. Ach. Oh, da gibt's ja doch Geister und sie haben uns die Fähigkeit genommen, Sachen zu übersetzen. US-Ministerium für Landwirtschaft. Warte, was war... Da war doch gerade ein... So, das sind Gutscheine. So. Da war doch gerade noch ein Schatten. Ich will nicht. Aha, Lipstuff. Mhm. Please, whatever you found, don't tell Mom and Dad, the attic. Was immer du gefunden hast, erzähl's nicht Mom and Dad. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gefunden. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the Psycho House. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Okay. Also hat unsere Schwester ja doch schon mal so etwas wie eine Freundin gefunden. Da waren wir drin. Ja, jetzt müssen wir da rein, ne? Ich würde aber sagen, das mache ich dann tatsächlich auch erst in der nächsten Folge. Dann werde ich in der Zwischenzeit... Zwischenzeit, Gott. Das Spiel einmal neu starten. In der Hoffnung, dass der... Oder habe ich die Untertitel selber ausgemacht? Nee, ne? Untertitel einblenden. Da, es gibt auch was. Please tell Mama Dad sorry about the stuff that's missing. Verstehe ich jetzt nicht. So, warte mal, einmal alles ausmachen. Und einmal wieder anmachen. Texteinblendung, Untertitel. Nope. Gerade boot. Oder hatten die Entwickler da keinen Bock mehr?
Na egal. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht's dann hier spannend weiter. Ich bin irgendwie etwas schreckhaft. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich hier noch erwartet. Beziehungsweise uns. Wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, schaut doch in der nächsten Folge einfach wieder mit vorbei. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao.